wenn's gut werden muss. Herzlich willkommen beim Bauhaus Online Workshop Vordachmontage. Wir zeigen Ihnen, wie Sie ein Vordach mit Tragkonstruktion und Acrylglas montieren. Gründe für ein schönes Vordach gibt es viele. Einmal wertet es den Eingangsbereich optisch auf, zum zweiten schützt es die Hausbewohner, ihre Gäste und auch die Haustür selbst vor Wettereinflüssen. Der Aufbau ist relativ einfach. Nach einem kurzen Überblick über die Montageanleitung und die Einzelteile kann es schon losgehen. Zuerst muss die Lage der Dübellöcher an der Hauswand markiert werden. Das geht mit einem einfachen Trick. An einer Wasserwaage markieren Sie zunächst einen beliebigen Punkt und messen von dort aus die halbe Bohrlochweite der Halterungen ein. Dann messen Sie die Mitte der Türöffnung ein und loten diesen Punkt bis auf die Montagehöhe Ihres Vordachs hoch. Von dort aus legen Sie die Wasserwaage zu einer Seite, übertragen den zuvor angezeichneten Punkt auf die Hauswand und wiederholen das auf der anderen Seite. Damit haben Sie gleichzeitig den Abstand und die waagrechte Ausrichtung der oberen Dübellöcher erhalten. Die unteren Dübellöcher können Sie dann ganz einfach von den oberen aus einmessen und lotrecht ausrichten. Mit der Schlagbohrmaschine und einem Betonbohrer bohren Sie die Dübellöcher in die passende Dicke und Länge. Wichtig, die Löcher nachher aussaugen, damit der Dübel nicht durchrutscht. Ist Ihre Hauswand uneben, können Sie das durch untergelegte Lochringe aus Hartgummi ausgleichen. Die Ringe schneiden Sie mit dem Cutter entlang der Schwerthalterung passend zu. Jetzt können Sie die Schwerter samt Lochringen und Rahmendübeln an der Hauswand justieren. Der breite Rand der Dübel verhindert den Kontakt zwischen Schwert und Schraube. Mit der Knarre werden die langen Schrauben angezogen und halten die Schwerter bombenfest. Für die Kunststoffscheibe bekleben Sie die Oberseite der Schwerter mit jeweils 3 Gumminoppen. Anschließend wird die hintere Abschlussschiene mit den integrierten Kabelklipsen aufgelegt und das Stromkabel eingeklipst. Die Kunststoffscheibe können Sie nun in die Nut der Leiste einschieben und beides an den vorgebohrten Löchern fixieren. Nach dem Entfernen der Schutzfolie kann abschließend auch die Regenrinne montiert werden. Bei integrierten Leuchten sollten Sie den Anschluss dem Elektrofachmann überlassen. Fertig ist die Vordachmontage. Viel Spaß beim Selbermachen! Sämtliche Materialien und eine kompetente Fachberatung finden Sie in unseren Bauhaus-Fachzentren. Bauhaus, wenn's gut werden muss.